Ja, hallo, ich bin hybrider Unternehmer aus Leidenschaft. Ich bin einerseits Unternehmensberater und ich bin an einer Fachhochschule angestellt. Setzen wir mal Zahlen. Du hast im ersten Jahr, sagen wir, einen Gewinn von 20.000. Das, ne? Also ich war immer ein großer Fan von Zusammenarbeiten. Also bei meiner Kanzlei habe ich immer andere Kanzleien sozusagen mit hineingenommen. Es war grundsätzlich zumeist die Annahme, dass es leichter sein wird. Ich denke mal, hast du was Gescheites gelernt, aber im Endeffekt überwiegt die freie Zeiteinteilung und die freie Ortseinteilung, das ist wunderbar. Ich genieße es, in beiden Welten tätig zu sein und kann das nur jedem wirklich empfehlen.